Ja, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Sozialwissenschaften und den Data Sciences erlaubt es eben, neue Fragestellungen zu analysieren, die nicht nur für die Wissenschaft von Bedeutung sind, sondern auch die neuen gesamtgesellschaftlichen Anforderungen in das Zentrum rückt. Wir können also in dieser Zusammenarbeit neue theoretische wie auch methodische Fragen beantworten. Sowohl die Sozialwissenschaften als auch die Data Sciences arbeiten mit Daten. Wobei vielleicht gleich dazu gesagt werden sollte, dass innerhalb der Sozialwissenschaften es nicht nur unterschiedliche Disziplinen gibt, sondern wir hier auch mit sehr unterschiedlichen Datenarten arbeiten. Sowohl die Sozialwissenschaften als auch die Data Sciences arbeiten mit ähnlich gelagerten statistischen Methoden, auch wenn deren Anforderung bzw. Anwendungsbasis durchaus unterschiedlich ist, wie auch der Abstraktionsgrad, der bei den Sozialwissenschaften sicherlich angewandter ist, als es zum Beispiel bei den Data Sciences ist. Die Sozialwissenschaften stechen dann besonders hervor, dass sie hier eben sehr viel theoretische Modelle einbringen, da die Fragestellungen der Sozialwissenschaften immer sehr stark theoretisch begründet sind und man dann in einem zweiten Schritt eben versucht, mit verschiedenen Daten und empirischen Methoden diese theoretischen Modelle auch zu testen. Die Data Sciences umgekehrt haben vielleicht weniger eine theoretische Herangehensweise, dafür aber sehr stark diese Mustererkennungsherangehensweise, wo erst im Nachhinein dann versucht wird, ein theoretisches Modell darüber zu legen. Sie sehen also, es gibt viel Zusammenspiel, es gibt sehr viel, wo sie sich ergänzen und die unterschiedlichen Stärken eben einbringen können in diese interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ja, genau auf diese Aspekte werden wir in den nächsten Minuten genauer eingehen und zwar gemeinsam mit Frau Anni Waldherr, Professorin für Computational Communication Science an der Fakultät für Sozialwissenschaften, Herrn Hajo Bomgarten, Professor für empirische Methoden der Sozialwissenschaften an der Fakultät für Sozialwissenschaften und mit Claudia Plant, Professorin für Data Mining an der Fakultät für Informatik. Also ich sehe vor allem in Bezug auf die Social-Media-Forschung zwei Bereiche, in denen die Zusammenarbeit mit Data Science besonders viel Potenzial hat aus meiner Sicht. Das ist einmal die Tatsache, dass wir ja zunehmend nicht nur mit Texten, sondern auch mit Bildern und audiovisuellen Inhalten kommunizieren und deshalb der Bereich Computer Vision, visuelle Analyse, da sehe ich großes Potenzial. Und dann haben wir auch bisher noch gar nicht richtig das Potenzial ausgeschöpft, Längsschnittdaten zu analysieren, weil wir ja sehr detaillierte, feingliedrige Datenspuren da haben und ja in Bezug auf Zeitreihenanalyse und Mustererkennung in Zeitreihen, das ist der zweite Bereich, der mir persönlich da sehr wichtig ist. Eine Herausforderung, auf die ich mich besonders freue in der Zusammenarbeit zwischen Sozialwissenschaften und Data Science, ist tatsächlich darüber nachzudenken, wie stellen wir sicher, dass was Algorithmen messen, auch wirklich das ist, was wir denken, was sie messen sollten und was auch unsere Theorien sagen, was sie messen sollten. Also viel besser noch über die Validität von Outcomes und der Interpretation von Outcomes von Algorithmen nachzudenken und darüber nachzudenken, wie wir das zum einen besser visualisieren und darstellen können, aber auch zum anderen irgendwie den Mensch in diesen Prozess mit einzubeziehen und unsere Interpretation mit einzubeziehen. Also tatsächlich Validität sicherzustellen, ist, glaube ich, eine spannende Herausforderung für die Zukunft. Die Data Science Forschung bezieht aus der Sozialwissenschaft neue Herausforderungen. Vor allem ist es interessant, Algorithmen zu entwickeln, die verschiedene Datenquellen miteinander verschneiden. Außerdem möchten wir Algorithmen, die interpretierbare Ergebnisse liefern und die Privatheit von Nutzerinnen betrachten. Wir haben ja davor schon darüber gesprochen, dass es selbst innerhalb der Disziplinen der Sozialwissenschaften sehr unterschiedliche Datenarten gibt und auch einen unterschiedlichen Umgang mit diesen Datenarten gibt. Und darauf möchte ich noch mal ein bisschen genauer eingehen, auch mit dem Hintergrund, dass es innerhalb der Kommunikationswissenschaften im Bereich der Computational Social Sciences ja diese Unterkategorie der Computational Communication Science geht. Und hier würde ich gerne mit Ihnen, Frau Waldherr, und Ihnen, Herr Bomgarten, mich ein bisschen genauer austauschen, im Sinne von wegen, was sollte man denn unter Computational Communication Science verstehen? Was hat das sozusagen mit Ihrer Disziplin gemacht, im Sinne von wegen, dass hier eben auch die Computational Communication Science jetzt da sind und welche Datenarten sind betroffen? Wie hat das Ihre Analyse von Forschungsergebnissen etc. beeinflusst?
Ich glaube, wenn ich anfangen darf, die Entwicklung spiegelt sich in den Datenarten eigentlich wieder. Wir haben immer schon in den Kommunikationswissenschaften viel mit Textdaten gearbeitet. Textdaten waren ein grundlegender Baustein, um zu erforschen, wie Menschen miteinander kommunizieren, wie institutionell kommuniziert wird. Und wir haben gesehen, dass dadurch, dass Textdaten in viel größerer Menge digital verfügbar wurden in den letzten 2 Jahrzehnten vielleicht, dass natürlich auch die Disziplin sich viel mehr Gedanken darüber gemacht hat, wie kann ich mit diesen digitalisierten Textdaten umgehen und dann tatsächlich gelernt hat, aus der Computerlinguistik heraus, aus der Informatik und der Natural Language Processing heraus, gelernt hat, mit digitalen Texten und großen Mengen von digitalen Texten umzugehen. Und das war sicherlich ein Baustein, der dazu geführt hat, dass es disziplinär, die computergestützten Herangehensweisen viel mehr verankert sind derzeit, als es vielleicht in anderen Bereichen der Sozialwissenschaften so früh der Fall war. Textdaten sind, glaube ich, ein wichtiger Baustein hier, aber wir haben dann gesehen, dass wir auch relativ schnell, um diese komplexen Kommunikationsphänomene erforschen zu können, über Textdaten hinausgegangen sind, der Anwendung computergestützter Methoden. Anni, magst du vielleicht? Ja, genau. Also diese Datenrevolution ist das eine, die digitalen Datenspuren, die wir bei unserer Kommunikation in Social Media lassen, die versuchen wir eben mehr und mehr dann auch mit sehr rechenintensiven Methoden auszuwerten und auch zu simulieren. Und ja, man kann, also Textdaten sind das eine. Wenn wir soziale Medien analysieren, haben wir aber auch sehr viele Netzwerkdaten. Also wer folgt wem in sozialen Medien, wer schaltet sich in welche Debatte ein. Das analysieren wir mit netzwerkanalytischen Methoden. Dann gibt es auch noch eine ganze Reihe an Metadaten, die sich auch analysieren lassen. Also zum Beispiel Logdaten werden in unserer Disziplin jetzt auch häufiger eingesetzt, um zum Beispiel zu tracken, was machen Menschen auf ihrem Smartphone, welche App öffnen sie, wie lange sind sie dort, welche Webseiten besuchen sie. Das alles lässt sich analysieren. Und das ist aber auch nur ein Teilbereich, diese digitalen Datenspuren von Computational Communication Science. Ich sehe da eigentlich 3 große Bereiche. Und dieser erste ist am ausgeprägtesten. Aber es gibt auch eben viele Möglichkeiten, Computermodelle zu programmieren und damit sozialwissenschaftliche Theorien, kommunikationswissenschaftliche Theorien virtuell zu simulieren und damit auch ein Stück weit die Hoffnung zu erklären, wie wir bestimmte empirische Phänomene dann tatsächlich erzeugen können, dann virtuell in diesem Computermodell. Und ein dritter Bereich, der auch sehr stark im Kommen ist, ist, dass man, also diese digitalen Datenspuren, die sind ja unstrukturiert. Das heißt, das ist alles Sekundärdatenanalyse. Und wenn man aber Befragungen macht und Experimente, hat man sehr viel Kontrolle darüber, welche Art von Daten man bekommt. Und es gibt eben jetzt auch immer mehr Bemühungen, zum Beispiel eigene Forschungsplattformen aufzubauen, in denen man dann Experimente durchführen kann oder Befragungen und dann da auch wirklich große Datenmengen in Echtzeit dann zu erfassen und später zu analysieren. Virtuelle Experimente. Ja. Und es hatte sich die Frage gestellt, wie verändert das unsere Disziplin? Und das tut es tatsächlich. Also wir sehen gerade in den letzten 5 bis 10 Jahren, würde ich sagen, dass diese Teilbereiche, die gerade skizziert wurden, wirklich vielleicht noch nicht die dominanten Bereiche sind, aber gerade im Bereich Social Media Analyse wirklich einen sehr großen Teil dessen ausmachen, was unsere Disziplin derzeit ausmacht. Und wir sehen es auch in der Art und Weise, wie Stellen ausgeschrieben werden, wie Professuren ausgeschrieben werden, dass es halt nicht mehr nur der reine Fokus auf die Kommunikationswissenschaften ist, sondern dass wir tatsächlich immer mehr darauf achten, können die Leute programmieren? Können sie verstehen, was Algorithmen tun und sind? Haben sie methodische Kenntnisse, die weit über das hinausgehen, was wir vor 10, 15 Jahren vielleicht als Messlatte angelegt hätten in der Ausschreibung von Stellen? Und neben diesen eher praktischen Sachen sehen wir auch, dass andere Fragen gestellt werden oder dass wir in der Lage sind, andere Fragen zu stellen zumindest. Und zum einen haben wir die klassischen Theorien, die wir viel besser und anders überprüfen können und wo wir viel nuancierter arbeiten können, die wir simulieren können und so weiter und so fort. Zum anderen kommen wir aber auch, glaube ich, mehr und mehr in Situationen, dass wir Fragen stellen können, die wir früher nicht hätten fragen können. Und das macht schon was mit der Entwicklung des gesamten Feldes, ja. Ja, spannende Dinge, die sich da auftun. Da kommen wir zum Schluss nochmal dazu. Jetzt haben wir schon relativ viel über eine Datenart gesprochen, nämlich die Textdaten als solches. In den Sozialwissenschaften gibt es dann ja noch
Eine zweite große Datenart, das sind eben diese Umfragedaten, die in all Disziplinen der Sozialwissenschaften sehr stark verwendet werden und auch schon eine lange Historie haben. Auch hier hat sich durchaus etwas getan. Auch hier sind sozusagen Neuerungen ersichtlich. Und vielleicht gehe ich ganz kurz auf diese Neuerungen ein, so im Sinne von wegen, dass eben wir Datenmengen nun zur Verfügung haben, die wir vor 10 oder 20 Jahren in dieser Form noch gar nicht zur Verfügung hatten, im Sinne von wegen, dass mehr und mehr dieser Umfragedaten länderübergreifend, zeitübergreifend öffentlich zugänglich werden. Und auch hier sind wir nun bei einem wichtigen Punkt, was natürlich in diese Zusammenarbeit zwischen den Data Sciences und den Sozialwissenschaften hineinfällt, von wegen, dass Daten, diese großen Datenmengen mittlerweile sehr breit und sehr öffentlich zur Verfügung sind und dementsprechend wir überhaupt von Datenmengen sprechen können, wo es sich lohnt, dann eine Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen, den Wissenschaftsdisziplinen als solches zu finden. Ja, also insofern auch hier gibt es neue Datenarten, die wichtig sind. Möchte da vielleicht noch jemand was ergänzen dazu? Ich glaube, was spannend ist, tatsächlich mitzunehmen und auch im Hinblick darauf, wie wir kooperieren, ist, natürlich haben wir quantitative Umfragedaten schon seit Jahrzehnten mit Computern ausgewertet, mit SPSS-Lochkarten in den 70ern und 80ern, glaube ich noch. Du hast angesprochen, die Daten werden mehr, sie werden tendenziell komplexer, verlinkter, integrierter und so weiter und so fort, was dann, glaube ich, dazu führt, dass wir auf andere Arten uns die Daten nochmal anschauen können. Wie erkenne ich Muster zum Beispiel in Daten, die ich vielleicht gar nicht bisher erkennen konnte? Ich weiß nicht, ob die Claudia Planter was zu sagen kann zum Beispiel. Ja, es ist sehr schön, dass Datenquellen auch in den Sozialwissenschaften immer mehr öffentlich zur Verfügung stehen. Und unsere Forschungsrichtung Data Mining beschäftigt sich genau mit der Erkennung von Mustern in Daten. Und es ist tatsächlich so, dass wir beliebige Muster suchen. Und es ist nicht einmal notwendig, dass wir ein konkretes Analyseziel für die Daten jetzt von Beginn an kennen, sondern wir können Algorithmen anwenden, die im Prinzip jede interessante Art von Mustern in die Daten findet. Und damit kann man auch teilweise neue Hypothesen generieren und teilweise auch Sachverhalte bestätigen, die schon bekannt sind. Aber es kann ein sehr kreativer Prozess sein, neue Hypothesen dadurch zu gewinnen. Aber es wird wahrscheinlich nicht ausreichend sein, zu sagen, von wegen, ja, die Sozialwissenschaften stellen jetzt Daten zur Verfügung und da verwenden wir jetzt unsere Methoden und können eben die Muster erkennen, sondern es wird wahrscheinlich auch für die Data Sciences etwas geben, wo man sagt, diese Daten sind etwas Gewinnbringendes für uns. Auf alle Fälle. Und ohne die enge Kooperation mit den Sozialwissenschaften können wir auch gar nicht die gefundenen Muster interpretieren. Und die Ergebnisse unserer Algorithmen sind häufig leider auch oft noch schwer zu interpretieren und schwer zu verstehen. Und deswegen arbeiten wir auch an der Entwicklung von Algorithmen, die für den Menschen verständliche Ergebnisse liefern. Ein wichtiger Bereich hier ist die Visualisierung, sodass wir komplexe Datenbestände, die auch zum Beispiel bestehen aus verschiedenen Datenquellen, sozialen Netzwerken und Texten, den Menschen verständlich machen. Und da ist es auch wichtig, dass wir auch niedrigdimensionale Visualisierungen finden. Aber man muss immer auch ein bisschen aufpassen, weil der Mensch ist ein sehr visuelles Wesen und wir glauben oft sehr einfach, was wir sehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten und auch die Möglichkeiten und Grenzen unserer Algorithmen kennen. Und gemeinsam können wir dann die Ergebnisse diskutieren und visualisieren zum Beispiel oder auch andere Ergebnisse interpretieren. Ich glaube, du hast auch was Wichtiges angesprochen, und zwar diese induktive versus deduktive Vorgangsweise in den Forschungsprozessen, wo sich eben die Disziplinen auch nochmal unterscheiden. Da werden wir dann in späteren Lektionen nochmal genauer darauf eingehen, um genau diese Unterscheidung nochmal herauszukristallisieren. Aber ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Hinweis, von wegen, wie hier eben auch die Zusammenarbeit zwischen den Sozialwissenschaften und den Data Sciences gut funktionieren kann. Was hier vielleicht in Bezug auf die Umfragedaten zum Beispiel spannend ist: Es geht nicht immer nur um Riesendatenmengen. Und ganz aktuell sitzen wir an Daten von kleinen Netzwerken aus Schulklassen, aber das sind ganz viele kleine Netzwerke. Und darüber nachzudenken, wie gehen wir da eigentlich mit um? Es sind insgesamt nur 500 Teilnehmerinnen, aber die
die Power, die Processing Power, die es braucht, um tatsächlich Muster in diesen Netzwerken zu erkennen und auch über die Netzwerke hinweg zu erkennen und die Algorithmen, die es braucht, um das zu tun, das ist halt was, wo wir wirklich aufeinander angewiesen sind und wo Kooperationen sehr, sehr fruchtbar sein können. Und von daher ist, glaube ich, dieses, wir denken immer schnell über viele Daten und große Daten nach, aber es sind auch ganz kleine Daten oder Simulationen, über die Anni was sagen kann, die halt auch ganz gewinnbringend hier eingesetzt werden und die Schnittstellen ganz deutlich machen, glaube ich. Ja, also wo ich eben auch Entwicklungen in der Umfrageforschung sehe, das ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet, aber eben diese integrierten Plattformen, von denen ich gesprochen hatte, diese Forschungsplattformen, wo man dann eben Probanden, Probandinnen, und das müssen nicht viele sein, einlädt auf diese Plattform und ihnen dann zum Beispiel Aufgaben gibt. Gamification ist da auch ein großes Schlagwort. Das ist also auch die Frage, wie kann man überhaupt noch Menschen heutzutage bewegen, an diesen Umfragen mitzumachen. Und da ist es oft dann leichter, sie irgendwie an ihr Smartphone zu kriegen, auf so eine Plattform, als sie vielleicht an Telefonhörer zu kriegen oder sie zu Hause anzutreffen, also gerade jüngere Zielgruppen. Das ist ein riesengroßes Thema, auch angesichts aktueller Ereignisse, von wegen, wie kann man sozusagen das Vertrauen der Respondentinnen überhaupt noch kriegen, um an Umfragen mitzunehmen. Also von wegen, wie kann man sozusagen deren Interesse, deren Vertrauen stärken, und auch hier kann man sicherlich viel in der Zusammenarbeit als solches gewinnen. Einen Punkt, den ich noch mal gerne herausstreichen möchte, den du, Hajo, immer wieder mal angesprochen hast, ist natürlich diese Mustererkennung ist wichtig. Die können wir dann sozusagen sehr gut mit unseren theoretischen Modellen, von denen wir in den Sozialwissenschaften ja sehr viele haben, sozusagen betrachten, um hier eben auch feststellen zu können, einerseits, wie können wir die Theorien weiterentwickeln, aber andererseits auch festzustellen, von wegen, ob wir eventuell irgendwelchen Artefakten in den Daten sozusagen aufsitzen, um eben genau diese Artefakte dann auch ausschließen zu können. Insofern sehr viel Arbeit, die vor uns liegt. Nun, nach dieser Diskussion stellt sich natürlich die Frage nach der Zukunft. Also wie schaut die zukünftige Zusammenarbeit aus, von wegen, welche neuen Entwicklungen sind möglich? Und ich von meiner Seite hier möchte hier die Möglichkeiten der riesengroßen Datenmengen erwähnen, die uns in Zukunft noch vermehrt zur Verfügung stehen werden und wo wir hier in besonderer Zusammenarbeit mit den Data Sciences das Potenzial voll ausschöpfen können. Und hier möchte ich jetzt nicht nur auf die Menge an Daten, die uns hier zur Verfügung stehen werden, hinweisen, sondern auch die Variablen, die in diesen unterschiedlichen Datensätzen vorhanden sind, eingehen, die wir nun viel mehr ausnutzen können, als wir das in der Vergangenheit konnten und dementsprechend auch für die Mustererkennung gut nutzen können. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich auch dessen bewusst sein, dass wir hier auch ethische und rechtliche Fragen immer mit zu bedenken haben, wenn wir uns mit Daten in den Sozialwissenschaften bedenken. Und auch hier gilt es eben, neue Entwicklungen immer mit einzubeziehen in der Analyse und in der Simulation von Daten, sodass wir auch hier immer am neuesten Stand der Forschung bleiben. Und dessen sind wir uns sicherlich alle bewusst in den Data Sciences und den Sozialwissenschaften.